Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Evoland 2 und sind gerade bis über die Dächer gerannt. Und hoffen mal, wir sind jetzt hier nicht wieder in der nächsten Rennecke. Ah nein, sieh da. Jetzt, wo wir uns aufgewärmt haben, packen wir es an. Oh Gott. Kannst du mal das lassen? So, das wird super. Sehe ich jetzt schon. Vielleicht sollten wir mit ihr probieren. Bosskampf. Naja. Wird die ganze Folge gehen und wir noch weitere. Ja, den Dialog können wir schon. Naja, sah ja schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Nur diese Eisgeschichte, die bringt ja nichts. Okay. Also der Dialog. Das ist aber ungünstig, der kurz vor Dialogen gespeichert wird. Jo, das sah schon mal besser aus. Das Problem ist, dass man die Bällen nicht wirklich so auswählen kann. Die sind ein bisschen zielgerichtet. Das werden wir wohl jetzt die nächste Viertelstunde machen jetzt, ja. Bosskampf. Naja, immerhin sind wir schon unter Sherry gekommen. Groß kommentieren ist das schlecht. Einfach nur versagen. Schade, dass man mit Fina den Superanzug nicht hingekommen. Ich denke mal, der würde ja ordentlich Schaden machen. Ja, das haben wir hingekriegt und dann verfehlen wir die eine. Naja, Wahlversuche, den ignorieren wir einfach mal. Das Problem ist, dass viel rumgespringen und gefeuert. Ich kann einfach nur rumspringen und feuern. Mal gucken, was einfach wird. Planlos rumgespringen und gefeuert. Das kriegen wir locker hin. So, oder die. Oh, wildes Rumgespringe hat auch nicht viel gebracht. Die ist schon übel, die eine. Ah. Mal gucken. Warum hat die so? Warum kann die weiter schießen, nicht? Tja, das wird ja immer schlechter. Das Problem ist, wir kriegen keinen Lebenspunkt, sondern holen wir mal Level up und sowas, mehr Schaden und so. Die Frage, ob er irgendwie Muster kennt, also die geht mal unten mal oben lang. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen hat. Das habe ich noch nicht durchdrungen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben in den Kommentaren, ob euch irgendwie eine Regelmäßigkeit auffällt. Ein Rhythmus hier dreimal unten, dreimal oben oder so. Oh.
Bis jetzt nochmal. Das Problem ist, dass der springt auch extrem scheiße. Man drückt und dann springe ich jetzt mal. So richtig schnelle Reaktionszeiten ist er nicht. So, wir schweben mal durch die Gegend. Auch cooler Effekt. Okay, packen wir es. Gleich der erste Feindkontakt. Es ist scheiße, dass sie auch wieder deutlich größere Reichweite hat als wir. Das finde ich ein bisschen unfair jetzt von dem Spiel. Dann gehen, dass der Gegner größere Reichweite hat als wir und damit eigentlich im Vorteil ist. Oh, jetzt bin ich schon wieder fast im Arsch hier. Lebenspunkte gibt's nicht. Die kann auf alle Fälle schneller agieren als wir. Naja, haben wir ja fast die Viertelstunde, haben wir gerade Halbzeit. Das wird ein Teil leichter. Superkräfte brauchen wir an den Anfang, ja. Komm, einfach schneller. Wow, einfach nur schnell feuern. Der Finger glüht gerade. Ich denke mal, ihr werdet es auch gerade gehört haben im Stream, das Tastenklicken lässt sich leider nicht vermeiden. Ich spiele das Ganze mit Tastatur. Das ist ein bisschen schade. Gamepad wäre wahrscheinlich weniger laut, intensiv, aber ich hoffe mal, das Klickern und Klacken sind nicht ganz so tragisch. Tut mir leid, Plum. Ihr seid stark. Vielleicht könnt ihr ihn aufhalten und vor seinem eigenen Wahnsinn bewahren. Ah ja, Plum und ich waren einfach nicht stark genug. Helft ihm. Er ist ganz allein. Und Puff Peng tot umfallen. Mitten aufs Gesicht. Oh oh. Ah ja, jetzt geht's abwärts. Eine neue Truhe. Und gucken, was wir da finden. Wieder Gequatsche. Die anderen beiden sind entkommen. Wir müssen sie finden. Sie sind vermutlich über die alle Berge. Wenn wir den großen Katastrophe aufhalten wollen, müssen wir sie finden. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wenn es stimmt, was ihr behauptet, was kann eine solche Explosion verursachen? Dafür wäre eine gewaltige Menge Energie notwendig. Ich weiß nicht. Was meint ihr, Vurago? Ja, natürlich brauchen wir eine Menge im Ernst. Also, ich zähle auf euch. In Genna werden wir vermutlich keinen Hinweis finden. Wir sollten aber anders suchen. Das ist schön. Nur wo wäre super Idee gewesen. So, haben wir ja eine Truhe hier. Finden wir da drinnen. Grüne Pampe. Ah, da kommen wir nicht rein. Und hier. Auch nicht. Die Frage, wohin? Ja, das schöne Götter, aber wir waren trotzdem drin. Die Frage, wo geht's jetzt hin? Aber auf alle Fälle nicht in Genua haben wir gelernt. Das heißt, wir gehen mal nach draußen, hier mal unkoordinierten hier. Und dann schauen wir einfach mal oben, wo wir uns hinbewegen. Wir haben uns ja schon ein bisschen umgeschaut gehabt. So, wir können natürlich rübergehen in die Berge. Okay. Da ist die Mine. Interessant wäre wahrscheinlich da unten. Ah, da kommen wir so nicht hin, von hier jedenfalls nicht.
In die Mine könnte man zwar rein, aber da hat man jetzt auch nicht so viel gefunden, was uns weiterhilft. Bin ein bisschen unschlüssig, wo ich hin will. Okay. Gehen wir nochmal hier rein. Geld kann man immer gebrauchen. Gucken, wenn der Spinne jetzt mit uns vernünftig redet. Ihr seid immer noch hier. Glaubt ihr, ihr habt Zeit zu verschwenden? Ich bin hier, weil ich Ruhe und Frieden will. Sid, das kommt mir bekannt vor. Jetzt raus. Ich habe wichtige Forschungsarbeit zu erledigen. Sid, das ist doch eine Figur aus Final Fantasy, wenn ich mich richtig entsinne. Ich selber habe ja Final Fantasy nie gespielt, weil Japano-Rollspiele sind mir echt zu viel Gequatsche. Du kommst zu nix. Vor lauter Gequatsche kommt man da einfach nicht zu nix. Ah ja, hier ist die Tussi wieder. Mal sehen, was sie erzählt. Wir Hüter wurden von Magi entdeckt. Sie glauben, sie hätten uns geschaffen, doch sie haben uns lediglich gefunden. Ihr, die ihr nach der geheiligten Kraft des Windes trachtet, wie ich sehe, seid ihr hellwach. Doch bringt ihr mir, wonach ich frage? Gute Pampe? Das ist es nicht. Die Frage, was ich haben will. Angeleckte Süßigkeiten. Das ist nicht. Die drückt sich auch so undeutlich aus hier. Dass wir gar keine Idee haben, ob wir das, was sie sucht, überhaupt schon haben. Pazu. Haben wir irgendwas Besonderes da hier? Mana vielleicht hier? Ich brauche mehr. Okay. Die wollte unser Mana haben. Okay, jetzt haben wir unser Mana verplempert. Nee. Kaiserliche Medaille. Wunden. Hier was Leckeres zum Essen. Nee. Okay. Wir haben wahrscheinlich noch nicht das, was sie braucht. Oder hier, kriegst du das Bett, braucht die Fresse haben, ja. Nee. Also hier kommen wir auch nicht weiter. Vielleicht die andere Höhle. Die Frage ist, was will die von uns haben? Wir können ja theoretisch schon mal bei den Piraten nochmal vorbeischauen, vielleicht. Vielleicht hilft das weiter. So, da hinten haben wir noch so eine komische Tür, die gucken wir uns auch nochmal an. Vielleicht wissen wir jetzt einfach mehr. Das Labor. Okay, hier ist ein Grünzeug. Ah, vielleicht gibt es hier so glitzernde Wege, die wir letztens nicht überschreiten konnten, beziehungsweise nicht wussten, ob wir sie überschreiten können. Momentan sehe ich hier keine glitzernden Wege. Okay, hier haben wir die Brücke. Und dann kommen wir dann hier zu diesem komischen Tor. Die Tür kommt mir bekannt vor. Schön, dass sie dir bekannt vorkommt. Wäre schön, wenn du sie öffnen könntest. Und nein, sag Freund und tritt ein, ist es nicht. Falls jemand auf die Idee kommt. So, also hier kommen wir nicht weiter. Vielleicht dann doch. Die ganze passiert ja explosionsartig da drüben. Vielleicht doch hier in dem Bergwerk irgendwas. Da sind ja auch die Dämonen. Oh, 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 was ist hier passiert? Bereit für ein Kartenspiel? Ja. Der liegt zwar tot da, ist aber bereit für ein Kartenspiel. Ja. Okay. So, lieber den mal hier hin. Einfach weil der Freund nicht nur Haufen Schaden macht, sondern auch Mana generiert. Schön, dass der Angst hat. Entfernen wir das mal hier und
gleich mal das hier rüber und den Bären weg. Okay, der ist eh tot, der kann sich eh nicht mehr wehren. Ah, sie kriegt doch mit lustigen Dämonenmädchen an. So. Wer hat ja mehr Schaden? Nimm mal dich mal hier hin. Dich lassen wir da unten, dich da weg und dann können wir vielleicht. Dann sag mal, so angehen ja. Okay. Er generiert der Mana. Oh, der guckt auf jetzt da rein. Aua, wow. Der war ja hardcore. Ich frage, der generiert 2, da kann man den vielleicht da hinsetzen, damit er uns nicht direkt angreifen kann. Okay. Da kommt also der Mondmädchen an. Okay, das Ding wurde von nichts angegriffen. Ja, dann setzen wir den mal dahin und den da weg. Alle klar. Er hat ja nur noch 4, dann will man ja bloß 4 wegkriegen. Den dahin. Den vielleicht ja. Naja, hat nicht gereicht, aber gut. Hoffen wir, das reicht jetzt einfach mal ein bisschen. Aua. Da hat er unser Brachial getötet. Aber was mir Sorgen macht, dass die ganzen Wachen hier tot liegen. Interessant, dass man gegen eine tote Wache spielen kann. Einige Stimmen behaupten, dass ein Mitglied der Königsfamilie von Dämonen überlebt haben soll. Glaubt ihr, dass dieser König Dämonen eines Tages kommen wird, um uns zu retten? Ja, sicher. Ich glaube nicht, dass es Schicksal. Und doch frage ich mich, wie oft wir das getan haben, um das zu verdient haben. So, du da stehst auch voll rum. Mit etwas Glück feile ich beide in einem Fels und. Lasst mich in Ruhe, ich habe zu tun. Die meisten meiner Freunde haben bei der Arbeit in diesem Bergwerk ihr Leben gelassen. Nur die zähesten überlebten. Gut. Naja, aber wir sind zeitlich sowieso rum. Das hat ja sowieso ein bisschen länger gedauert. Ich wollte euch noch ein bisschen was mehr zeigen als nur Gespringe und Gekämpfe. Sind aber jetzt doch einiges weitergekommen, haben dann hier was entdeckt, was mir nicht gefällt. Warum hier die Wachen tot liegen und sowas, das erfahren wir beim nächsten Mal. Weil wir machen jetzt hier erstmal Feierabend für heute mit Leo zurück und genießen die Endcard. Auf der schicken Endcard ist die Videoempfehlung diesmal eine Junk-Ausgabe und zwar Halo Heroes, ein Shoot-'em-up-Spiel mit bunt und sarkastischen Kommentaren, was für die Kurzweile auf jeden Fall immerhin denken unter 5 Euro mal schnelles Spiel zwischendurch, war das ganz witzig. Wenn euch das gefällt, dann abonniert den Kanal, drückt den YouTube-Button, seid einmal mit dabei und verpasst keinen Therapietermin mehr. Links und URLs findet ihr dazu auch nochmal unten in der Videobeschreibung und zwar für den Social-Media-Kram, Google+, Facebook und Twitter, genau. Unter dem Video gibt es auch den Kommentarbereich, der kann gerne gefüllt werden. Ihr könnt mal eine Theorie ablassen, warum hier die Wachen alle tot sind und warum wir das eine Kartenspiel verloren haben und warum eine tote Wache Karten spielen kann. Bis dahin, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn nicht, ist auch okay. Ich kann damit klar, denn ich bin Mac Bugago und sag Servus und Ade.